Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles Age of Heroes. Heute möchte ich mir mit euch die Quest von Louis Fei ansehen. Aber keine Angst, ich werde natürlich nicht zu viel spoilern, so dass ihr beim Update auch noch euren Spaß an den Quests haben könnt. Außerdem schauen wir uns natürlich an, was uns Liu Fei am Ende geben wird und wie seine Stats als Kämpfer sind. Als kleinen Tipp möchte ich euch mitgeben, dass ihr die Zauberei lernt, denn die braucht ihr für die Quests. Solltet ihr das aber zu Beginn des neuen Updates noch nicht erlernt haben, wird euch Louis Fei dazu zwingen. Zwinker, zwinker. Die gesamte Questreihe besteht aus 10 Steps. Ob Funcom hier noch Dinge ändern wird, das sehen wir dann zu Release. Angefangen mit der Magie wird euch Liu im Verlauf der Quests immer mal wieder Zutaten besorgen schicken. Habt ihr ihm alles gebracht, wartet am Ende der Questreihe ein Beschwörungsritual auf euch. Habt ihr dieses erfolgreich abgeschlossen, schließt sich euch Liu Fei an und ihr habt folgende Gegenstände freigeschaltet. Kitanische Gewänder des imperialen Magiers in der normalen und epischen Version und Yotoga, die Dämonenpflanze, die ihr dann craften könnt, um so eurer Basis ein bisschen Verderben zu verleihen. Aber schauen wir uns doch mal die Rüstung an. Die Rüstung generell ist eine Rüstung mittlerer Klasse und den Torso, den Liu trägt, der kommt mit 10 Verderbnisschaden, 8 Follower-Schaden und mit einem Rüstungswert von 59. Die Beine, sprich der Rock, hat dieselben Werte, nur hat dieser einen Rüstungswert von 42. Craften wir uns die Rüstung, steigt der Rüstungswert des Torsos auf 221 und der Wert des Rockes auf 158, beides in der epischen Version. Verstärken wir die Rüstung, kommen wir auf einen Wert von 233 für den Torso und 170 für den Rock. Leider haben wir weder den Follower noch den Verderbnisschaden auf der Rüstung. Außerdem gibt es nur diese beiden Rüstungsteile, was ich ziemlich schade finde. Aber kommen wir zum wichtigsten Punkt, und zwar Liu Fei selbst. Er startet nämlich nicht bei Stufe 0 wie alle anderen Trolls, sondern er steigt mit Stufe 5 ein bei 2036 Gesundheit. Außerdem hat er bereits alle Perks. Zu diesen zählen eine schützende Barriere, die seine Wunden rasch heilt, eine Giftwolke, die allen Kreaturen Schaden hinzufügt, und seine Angriffe können Gegner verfluchen und Schaden über Zeit machen. Was ich von diesen Perks halten soll, darüber bin ich mir noch nicht so sicher. Viele sagen, er sei der neue stärkste Troll im Spiel. Nun, das müssen wir zu einem anderen Zeitpunkt testen. Was haltet ihr von ihm? Schreibt's mal in die Kommentare. Und nun, meine Lieben, wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis bald.